Also das fällt mir jetzt gerade ein. Am 17.04. Oma suchte immer wieder Bücher und dachte, ich habe die Bücher. Dann kam sie mal in mein Kinderzimmer, weil ich durfte jedes Buch rausholen und durfte mir alles angucken. Habe ich auch gemacht. Ich erinnere, ich kann halt deutsche Schrift lesen. Schreiben noch nicht mehr wahrscheinlich, ob ich sie auch schreiben kann. Aber ich kannte deutsche Schrift richtig fließend lesen. Ne? Wie sie in ihrer Muttersprache alles lesen konnte, ich die alte deutsche Schrift lesen. Fürs Ausland, dass sie das vielleicht nicht so verstehen, kann man nicht lesen. Auch als Deutscher nicht. Ne? Weil man die Buchstaben nicht kennt. Oder? So, die konnte ich lesen. So, und deshalb denke ich auch, die Vergangenheit von meiner Frau, der Vater Deutscher, da hat sie mir schon was gelernt. Zumindest von ihm. Oder? Ja. Und sie ist eigentlich englischsprachig und im englischen Sprachraum gebürtig, also US-Bürgerin. Jedenfalls vermisste meine Oma immer Bücher und das waren nicht wenige. Und sie hat immer gerätselt, wo die Bücher waren, weil man kommt ja nicht darauf, dass Ingrid und Peter und ich da die Bücher verkauft haben. Und immer wieder fehlten die Bücher, die nicht da waren. Und dann hat Oma nachher vermutet, dass Ingrid und Peter die einfach verbrannt haben vor Wut. Aber auch sie wird ja beeinflusst. Aber hat sich das nicht ausreden lassen, dass sie das Buch hatte. Weil sie hatte es eben immer, ne? Und sie wollte dann nochmal nachlesen. Heute verstehe ich das erstmal. Die Bücher waren schon antike Bücher. Und die Stasi wird sich schön in der BRD für D-Mark verkauft haben. Oder? Ja, nicht in der DDR. In der BRD. Genau. Weil diese Bücher wurden nicht zu DDR-Zeiten gebraucht. Es waren schon ältere Bücher. Es waren sehr alte Bücher dabei. Ich weiß bloß nicht mehr, wie alt. Auf jeden Fall damals über 100 Jahre. Weil das für so ein Kind, das begreift es noch einigermaßen. Habe ja mal gesagt, ja. Sie sagen mir, sie sind über 1000 Jahre alt. Konnte ich nicht erfassen als Kind. Einfach nicht verstehen. Natürlich die Zahl 1000, aber konnte ich einfach nicht verstehen. Wie eine Familie so alt sein kann. Und da fehlten immer wieder welche. Und ich weiß genau, dass ich Arzt werden sollte, dass sich das alle gewünscht haben. Und ich erinnere nochmal an Omas dicken Arztbücher. Ich weiß leider nicht, vielleicht war Oma auch praktizierende Ärztin. Bis 45. Bis sie vielleicht nichts mehr machen durfte oder so. Weil meine Familie war denen wohl zu heikel. Oder wie denkst du darüber? Siehst du das auch so? Natürlich. Weil immerhin war Oma da schon 40. 1945. Doch, 43. 1945. Wie die Kommunisten kamen. Sie könnte also auch eine Arztpraxis gehabt haben oder so. Weil, das waren richtige, superschöne Fachbücher. Ich erinnere mal, da war vorne dieses drauf hier, dieses Arztzeichen, dieses. Ich kann es im Moment nicht beschreiben, ich sehe es leider nicht. Hirn kaputt. Vielleicht erinnere ich mich das später mal. Und dann waren sie rot und sehr dick und sehr schwer. Und sie haben einen richtigen dicken Einband gehabt. So, und da die DDR-Literatur noch so toll war, hat Oma immer wieder in diesen beiden Büchern mal geschaut. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Wenn ich irgendwas hatte oder so. Also, das kann ich leider nicht sagen, was sie war. Auf jeden Fall eine Wissenschaftlerin. Auf jeden Fall. Sie hatte ein Wissen, das kannst du ja wohl bestätigen. Ja, auf alle Fälle. Und ich habe das immer erzählt, und natürlich weiß ich heute, dass sie sich hingesetzt haben. Dann saß er auf dem Sofa, auf meinem Sofa, in unserer eigenen Wohnung. Und hat schön gelesen, unsere Erde, eine moderne Geologie.
Und das als alte Frau mit 85 oder so. Ja. Dann kann ich mich noch erinnern. Hab mich so gefreut, dass es ihr gut ging. Heute denke ich mir, sie haben sie hingesetzt, aber Oma durfte das Buch alleine aussuchen, was sie lesen wollte. Dadurch hat sich verraten. Das hat Stasi nicht überblickt. Weil wir merken hier, wir sind so dumm. Die Belästigung ist andauernd und laufen um uns rum. Und gestern auch wieder ganz schlimm. Ja. Ich musste heute Morgen nochmal verwarnen, bevor wir losgingen, dass wir sonst wieder filmen. Weil sie sehen gar nicht, was mit uns los ist. Weil sie können ja selbst gar nicht gucken mit ihrer hohen Rübe. Ne? Mit ihrem, wie haben sie es früher mal genannt, blöden Nüschel. Ne? Kennst du das auch noch? Doofer Nüschel. Du mit deinem doofen Nüschel. Was der Nüschel ist, weiß ich nicht genau. Nehme ich an Nase oder sowas. So, also sage ich mit ihrem Heroin-Nüschel, kriegen sie hier nichts mit und sind sehr dumm. Und machen Fehler über Fehler. Kommen aber dann an den Menschen durch drogenunterstützte Hypnose ran und berichtigen diese Fehler wieder. Also, wir nehmen an, wir haben das immer wieder rausbekommen. Dass wir auch das einatmen müssen und alles andere. Dann kamen sie an uns ran und haben es wieder gelöscht. Ich bin total davon abgekommen irgendwie, ne? Nein, das habe ich extra neu gesagt jetzt, ne? Ja. Gut, das war ich doch. Ist schon wieder so sehr viel. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Danke für die Aufmerksamkeit.